Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist hier wieder in Crusader Kings 2 in unserer langen Reise durch das Mittelalter. Jetzt schon seit über 230 Jahren sind wir hier in der Spielwelt unterwegs. Und ihr wisst ja derzeit in Galicia Volunia, das wir hier als Königreich neu gegründet haben. Wir haben unseren Reichsschwerpunkt hier nach Westen verlagert und dehnen uns nach und nach hier kriegerisch aus. Ich bin noch mal ein bisschen durch einige Aspekte des Spiels durchgegangen, und zwar vor allem auch mit der Frage, wie wir uns hier gegenüber Königin Beata verhalten. Wir haben ja bereits ihren Sohnemann mit unserer Tochter Daria verlobt, also ein Bündnis wird hier irgendwann dann in einigen Jahren, in ein paar Jahren vollzogen, nämlich in 5 ungefähr. Das ist natürlich schon ganz gut, das heißt, wenn man ein Bündnis, müssen wir uns mittel- und langfristig eigentlich keine Sorgen machen. Aber wir können jetzt bereits einen Nicht-Angriffspakt mit ihr verhandeln. Ich bin mir gar nicht sicher, warum wir den noch gar nicht haben mit ihr. Ob ich da irgendwas vergessen oder verpasst habe, aber wir werden das jetzt mal machen. Denn Polen ist schon ein wichtiger strategischer Verbündeter für uns. Ein großes Reich, mit dem wir zusammen hier gerade gegen Litauen und andere nicht so große Länder ankommen können. Sicherlich nicht gegen das Byzantinische Kaiserreich oder die Ötimisiden. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Verbündete dauerhaft. Deswegen werden wir hier den Nicht-Angriffspakt auf jeden Fall anregen, aber nicht unseren Sohn verheiraten, wie ich das beim letzten Mal irgendwie, glaube ich, schon erwähnt hatte. Den Vseslav, der hat noch Zeit, der muss sich noch nicht festlegen. Das finde ich eigentlich so völlig in Ordnung, dass der erstmal noch ohne Frau bleibt, denn bevor der 16 ist, brauchen wir da, denke ich, noch keine Entscheidung. Gut, liebe Leute, dann haben wir, glaube ich, noch den Schmied beauftragt. Ich glaube, das läuft jetzt von allein. Da müssen wir quasi nur warten, bis dort etwas passiert. Diese Entscheidung werde ich mal als wichtig markieren. Falls wir da mal genug Bekanntheit haben, dass wir uns so einen Kommandanten holen können im Fall der Fälle. So, der Nicht-Angriffspakt wird vollzogen und mein Marschall Mstislav Brzezinski hat mir von einem bemerkenswerten Waffenschmied erzählt, der in Starodub lebt. Ja, und wir können ihn einladen. Ich denke, das wollen wir auf jeden Fall tun. Wir haben auch das Geld dafür. Und es ist dieser mittelalte Herr mit 45 Jahren, schon relativ alt. Wird nicht heiraten, okay. Ein guter Verwalter. Ob er ein guter Handwerker ist, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall ein gebildeter und gerechter Handwerker. Mal sehen, was er uns für einen Vorschlag machen kann. Sobald das handwerkliche Können des Waffenschmieds überprüft wurde, empfing ich ihn im Thronsaal. Es stellte sich als Meister Wischeslaw vor und zeigte auf seine zahlreichen Gehilfen, die Beispiele seiner Arbeit trugen. Schwebt meinem König etwas Bestimmtes vor? Ja, welche Waffe wählen wir aus? Streitkolben klingt auch nett. Also ich bin mir halt nicht sicher, was eine bevorzugte Waffe im slawischen Raum in dieser Zeit in etwa wäre oder ob das einfach alles Waffentypen sind, die gleichmäßig auftreten. Das kann ich euch archäologisch gar nicht sagen. Da würde ich sonst schon sagen, dass ein gutes Schwert eigentlich nie verkehrt ist. Das sehe ich auch so. Ja, das gibt uns nämlich überall einen Bonus bei leichter Infanterie, schwerer Infanterie. Genau, das Einzige, was anders ist, ist die Lanze. Die gibt uns bei Befehlen vom Pikenieren Boni. Also die brauchen wir am wenigsten, aber ein Schwert, das ist, glaube ich, nie verkehrt. Das geben wir mal in Auftrag. Mal sehen, was er uns da für Optionen gibt. Ich verstehe. Eine ausgezeichnete Wahl, mein König, sagt Meister Wischeslaw und ruft den Gehilfen herbei, der mehrere Schwertexemplare in den Armen hält. Ich habe hier einige Beispiele. Man muss entscheiden, was man braucht und welchen Preis man zu zahlen bereit ist. Aber alle Exemplare würden eurer Hoheit gute Dienste erweisen. So, jetzt können wir entweder ein hohes qualitatives Schwert oder ein günstiges Schwert uns holen. Ja, wir haben gerade so genug Geld übrig. Ich würde sagen, dann bestellen wir ein richtig, richtig gutes, ein bestes Schwert, das wir uns vorstellen können. Und dann schauen wir mal, was für eine tolle Waffe wir hier von unserem Schmied bekommen. So, ein Verteidigungspakt wurde aufgelöst, das ist gut. So, Häuptling Mstislav ist eine Hülle von einem Mann und kaum stark genug. Ach, das ist der, den wir verleumden aktuell.
ohne Hilfe zu stehen. Wer könnte jemals solch ein klägliches Geschöpf respektieren? Ich sollte sicherstellen, dass jeder weiß, wie erbärmlich er ist. Ja, wir können uns über ihn lustig machen und das werden wir auch tun. Es scheint, als ob Häuptling Mstislav ausschließlich daran interessiert ist, negative Auswirkungen zu verhindern, die aus den Gerüchten resultieren könnten, die auf seine Legitimität gerichtet sind. Er scheint meinen Angriff eher als Ärgernis aufzunehmen. Gut, wir haben ihn provoziert. Ich glaube, theoretisch kann der auch ein Duell dann fordern. Aber, ja, das ist dann eben so. So, was ist das für ein Ereignis? Als ich heute Nachmittag zur Schmiede von Meister Vyacheslav ging, um den Fortschritt meiner Bestellung zu sehen, sah ich, dass mein Sohn Vyacheslav bei dem Schmiedeprozess half. Gemeinsam hielten sie ein Stück Metall und Vyacheslav zeigte Vyacheslav, wie man das Metall in Form schlug. Es ist nicht gerade das, wofür ich ihn bezahle, aber trotzdem eine Form von Dienstleistung. Okay, wir verlieren ein wenig Prestige, aber Vyacheslav wird muskulös. Als 8-jähriger Junge wird er schon muskulös. Das ist natürlich schön. Oder wir können Prestige bekommen und enttäuscht sein. Da müsste ich jetzt mal gerade auf meine Eigenschaften schauen. Also wenn wir... Ah, okay, es gibt eine 5% Chance auf stellt ein besseres Stück her, aber das ist natürlich eine geringe Chance. Da wird quasi die Qualität, glaube ich, des Schwertes erhöht. So, wie sind wir unterwegs? Ein Meisterspieler. Wir sind tapfer, wir sind zornig. Wir haben ein hitziges Temperament. Gefräßig, keusch, bescheiden. Also das Gegenteil von Stolz. Gestresst. Also, ich glaube, ja, man könnte jetzt argumentieren, weil wir zornig sind, reagieren wir hitzköpfig und ärgern uns darüber, aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier um die Entwicklung des Kindes am ehesten besorgt sind, weil es unser einziger Sohn ist. Von daher nehmen wir die erste Variante. Verlieren ein bisschen Prestige, aber er wird jetzt muskulös. Es ist also für seine ganze Entwicklung hier ein ziemlicher Sprung nach vorne für unseren Sohn und hoffentlich bald auch Nachfolger. Sobald er erwachsen wird, wird ja hier die ganze Wahlgeschichte sich ganz stark verändern, weil der Negativwert, er ist nur ein Kind, dann entsprechend auf jeden Fall wegfällt bei den Wahlberechtigten. Hoffen wir, dass wir so lange auch noch überleben. Wir sind immerhin schon 42 Jahre alt, ne? So, Häuptling Mstislav wurde von uns dann verleumdet, das ist ganz gut. Mal sehen, ob wir ihn dann später irgendwann vielleicht sogar noch irgendwie in den Kerker bringen können. Denn das ist ja unser Ziel, dass wir hier die miesmutigen, die miesen Vasallen sozusagen nach und nach ihrer Macht berauben. Und das geht am ehesten, wenn man sich mit ihnen misst und sie herausfordert und provoziert. So sieht das, glaube ich, Putiata auch. So, unsere Hofspitzelin Jefrosinia bringt uns schockierende Nachrichten. Häuptling Gedi Gaudas von Beresti hat versucht, mich zu beseitigen, um zu verhindern, dass ich seinen Plan entdecke. Er will einen Anspruch auf das Großhäuptlingstum von Volynien, auf unseren Hauptherzogstitel. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich richtig krass. Ich würde sagen, meldet ihn unverzüglich, er ist auch ehrgeizig, also wundern tut mich das nicht. Meldet ihn unverzüglich und damit dürfen wir ihn dann, glaube ich, auch einkerkern. Genau, damit hat er sich jetzt hier schuldig gemacht und ich würde sagen, weil wir uns militärisch gerade auch ganz gut erholen, werden wir das schon mal unterstützen, indem wir, wo ist der denn, regiert in Beresti, hier oben, dann setzen wir hier doch schon mal unseren Marschall zur Unterstützung der Verhaftung ein. Da müssen wir, glaube ich, ein paar Tage warten. Und das Schwert wird inzwischen fertiggestellt. Perfekt. Meister Vyacheslav brachte mir eine robuste Kiste, die den Gegenstand enthielt. Meine Hände zittern leicht, als ich den schweren Deckel zur Seite schiebe. So, wir haben ein Schwert bekommen. Bevor wir jetzt mit Beresti weitermachen, muss ich das erstmal kurz nachschauen. Das Langschwert der Tverci-Dynastie. Ja. Das ist doch mal interessant. Ich würde sagen, das benennen wir aber dann gleich um.
Und werden dem Ganzen mal einen Namen geben. Ich überlege gerade, wie nennen wir das am besten. Ich nenne das mal Rächer Volynias. Genau, so nennen wir das. Rächer Volynias. Oder ich deutsche es mal ein. Das ist leider die englische Version. Normalerweise. So, wäre das, glaube ich, so geschrieben. Rächer Volyniens, zumindest im Deutschen. Das unterscheidet sich in der Schreibweise irgendwie. Rächer Volyniens heißt das Schwert jetzt hier. Das ist doch cool. So, Qualität ist Stufe 2. Das ist schon mal ganz gut. Das steigert die Effektivität unserer schweren und leichten Infanterie. Ihr seht es, gibt uns nochmal einen halben Punkt monatliches Prestige. Einen Kriegskunstpunkt und persönliche Kampffertigkeit plus 7. Sehr, sehr schön. Das wird unser Vermächtnis auf jeden Fall stärken. Wunderbar. Gut, damit sind wir in der persönlichen Kampffertigkeit auch nochmal verbessert worden. So, und nun stellt sich die Frage nach der Einkerkerung. But what? Ach, wir können jetzt zwei einkerkern. Okay. Hat hier jemand wieder irgendwie eine Fraktion am Start? Ja, natürlich, Häuptling Kestius. Ein ehrgeizig neidischer. Oh je. Der nächste hier, der auf der Liste steht. Wie weit sind die? 11,74%. Und der unterstützt Mstislav mit 31,7. Uiuiui. Egal, aber wir gehen jetzt erstmal gegen Gedi Gaudas vor, der hier sowieso Anspruch erhoben hat. So, es hat funktioniert. Er wartet im Kerker. Perfekt. Da kann er auch erstmal verrotten. Und vermutlich auch sterben darin. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Seine Frau war dort schon im Kerker. Und er ist ihr jetzt quasi nachgefolgt. Sehr, sehr schön. König von Ruthenien kann er sich damit nämlich auch abschminken. Und wir haben einen missmutigen Vasallen mehr im Kerker, der nicht Teil des Rates werden möchte. Perfekt. Was ist eigentlich mit ihm hier los? Mit Karu von Belz. Ja, auch der fühlt sich von einem fremden Eroberer hier belagert, weil wir natürlich das gerade erst eingenommen haben. Naja, mal sehen, auch auf den müssen wir achten, falls der mal Probleme macht. So, Kestutis, wollen wir dich nicht auch gleich noch mitnehmen, der ebenfalls einen Anspruch hegt? Kestutis, du bist hier in Chevrin. Dann stellen wir unseren Marschall demnächst dorthin. Das ist, denke ich mal, auch in Ordnung. Ja, ansonsten wäre zu überlegen, ob wir eventuell noch ein bisschen unseren Hauptstamm hier ausbauen. Günstig wäre, Übungsgelände und Kriegslager mal auszubauen. Es dauert aber auch sehr, sehr lang. Wir haben leider keinen ordentlichen Verwalter, nur diese Lusche hier. Das heißt, Bauaufsicht ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Ah, der kann auch nicht wirklich was anderes. Ja, doch, er könnte Marschall werden, ist aber eigentlich auch ein super Anführer. Ein guter Anführer für Belagerungen etc. Also auch kein idealer Marschall eigentlich. Allerdings auch unser Freund. Du bist unser Freund, kannst aber gar nichts gut. Das macht's natürlich schwierig. Du bist unser Freund, kannst auch nicht gut kanzlern, kannst auch nur Militär, sonst... Nee, können wir nichts machen. Dann eben ohne Bauaufsicht, dann müssen wir eben die lange Bauzeit in Kauf nehmen. Dann ist das so. 200 Prestige gebe ich gerne aus dafür. Wir kriegen sicherlich bald auch neues Prestige drauf. So, Kleinmarina. Die im Gefängnis aufwächst. Eine starke, zynisch fleißige Frau wird geizige Kauffrau. Hatte irgendwelche Eltern ohne Besitz, ohne Anspruch. Doch, sie hat einen Anspruch auf Wladimir Wolinski, allerdings einen schwachen Anspruch. Gehört zu Gedi Gaudas. Nee, dann bleibt sie im
im Verlies oder im Kerker vielmehr. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. So, am 4. Juli dürfen wir ihn auch erst versetzen. Ansonsten ist hier nämlich die Einkerkerung sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die gelingt. Also gehen wir dort, werden wir dort Geduld walten lassen. So, hochlebe Veteran Putiata. Die Ländereien von Kaiser Puresh sind genau dort, reif gepflückt zu werden. Wenn ihr bei den Champions von Perun Eindruck schinden wollt, marschiert mit euren Truppen nach Toropes. Ja, Nikita, ich weiß nicht, ob man es dir schon gesagt hat, aber Reitervölker, beziehungsweise sind ja nicht mal Reitervölker, ne? Das ist sogar eine Stammesregierung. Was ist denn die Bedingung? Marschiert mit euren Truppen nach Toropes. Will ich das jetzt unbedingt machen? Ich meine, er hat ja einige mächtige Leute hier unter sich. Er ist jetzt gerade, Häuptling Yemelan ist gerade nicht mächtig. Aber seine Umgebenden... Wir nehmen das mal an. Achso, hier steht noch ein Hinweis im Tooltip. Um diese Mission abzuschließen, müsst ihr einen Rechtsklick auf das Porträt des obersten Halters eurer Zielprovinz machen und Krieg erklären. Eroberung Toropes auswählen. Also es geht schon um einen richtigen Krieg hier gegen Kaiser Puresh. Boah, ich weiß nicht. Das Großhäuptlingstum. Das ist jetzt einfach nur ein weiterer Titel, ne? Das will ich eigentlich nicht. Also, was will ich damit, ne? Vor allen Dingen habe ich wieder die falsche Liegenschaft hier drin. Ne, das lehne ich ab. Das ist mir zu aufwendig und zu wenig erfolgsversprechend. So, ein Gesetz wurde abgelehnt. Irgendwas habe ich weggeklickt, weil es da gerade reingefluppt ist. So, wir können Kommandanten einberufen, uns Vereinigung Kriegsopfer bringen, weil wir wahrscheinlich 300 Bekanntheit gerade bekommen haben. Die steigt jetzt schon sehr stark an. Also das können wir jetzt in Erinnerung behalten, dass wir hier im Krieg uns helfen lassen können. Sehr schön. Häuptling Alp von Tver hat die Tochter Varvara Putriataovna dazu gezwungen, seine Konkubine zu werden. Verdammt, unsere Tochter wird die Konkubine von Alp. Dafür wird er büßen. Ja, weiß ich nicht. Sie ist jetzt immerhin aus dem Gefängnis raus, aber ist natürlich... Na gut, sie ist besessen, dann viel Spaß. So, wir haben einen neuen Erben, Veseslav. Ich gucke mal gerade. Der hat keinen Fokus, aber ich habe ja ganz gerne auch ohne Fokus bisher immer gespielt. Und dann nur diese Fokussierung ab 12 Jahren gewählt. Das ist ja irgendwie zweigeteilt. Hier gibt es einen Fokus bis 12. Und dann gibt es ab 12 Jahren nochmal so eine Art berufliche Orientierung in Anführungsstrichen. Was natürlich extrem unmittelalterlich ist, aber ja, das werde ich erstmal so lassen, bis der 12 ist. So, Ulf. Aha. Vulgastischer Krieg um Sämunds Anspruch auf Beresti. Ulf. Irgend so ein nordischer Krieger greift jetzt hier Gedi Gaudas an, der selber im Kerker bei uns sitzt. Das ist natürlich ungünstig. Schauen wir mal. Wieso ist dieser Krieg hier noch nicht da aufgeführt? Hä? Das ist ja komisch. So, wir könnten... Ja, aber zur Legende machen, weiß ich nicht. Ja gut, wir könnten die immer noch einsetzen im Krieg hier gegen Litauen. Machen wir das mal. Das ist das Einzige, was der Kämmerer so richtig gut kann. Endete ergebnislos aufgrund von Casus Belli nicht mehr gültig, weil der wahrscheinlich im Gefängnis sitzt, oder... Okay, das ist sinnbefreit. Also einen Krieg braucht man ja nicht starten, wenn der sofort wieder aufhört. Aber okay.
Nevermind. So, die Erben ändern sich. Ich weiß nicht genau, warum das immer hin und her geht zum Teil, aber unser Sohnemann ist es nicht. Jetzt ist es der auf einmal, Jaroslav. Was auch immer. Ich verstehe die Logik dahinter auch nicht immer. Ach, und unsere Halbschwester wird auch gezwungen, eine Konkubine bei ihm zu werden. Schon wieder Alp. Ein Albtraum. So, wer ist Lev? Lev besteht darauf, dass ich ihm dabei helfe, einen alten Hut passend zu machen. Der Hut ist aber zu klein, das habe ich ihm schon mehrmals gesagt. 6 Jahre? Ich bin doch nicht mal der Erzieher. Also von einem Kind lasse ich mir doch nichts vorschreiben. Jawohl, natürlich. Jetzt wird er eigenwillig. Er glaubt, dass ich gemein bin. Er hat mir sogar die Zunge rausgestreckt, mal wenn er meint. Ich glaube, da stehen wir drüber. So, Uljana ist an unserem Hof eingetroffen. Auch eine Halbschwester von uns. Die noch mit 29 Jahren ohne Ehepartner ist. Können wir da ein, wie auch immer, geartetes Bündnis eingehen? Den würde ich ja am liebsten hier erobern. Das wäre ein gutes nächstes Kriegsziel. Der ist aber verbündet mit den Ötimisiden. Ah ja, daher weht der Wind. Der hat sich also quasi schon freigekauft. Ja, Galic würde ich gerne auch irgendwie erobern wollen. Das Problem ist aber, ja, der wird demnächst auf jeden Fall geschluckt, wenn ich nichts dagegen mache. Also wenn, dann sollten wir mit ihm auf jeden Fall ein Bündnis schmieden. Das halte ich schon für sehr sinnvoll. Man könnte ihn auch vassalisieren, aber das geht, glaube ich, nicht, weil wir keine direkte Verbindung zu seiner Provinz haben. Da wird dann irgendwie ein großer Malus eingerechnet, weil wir angeblich zu weit entfernt sind. Was meiner Meinung nach eigentlich nicht sinnvoll ist, aber nun gut. Es wird irgendwie dann so ausberechnet. Das muss man manchmal nicht verstehen im Spiel. Warum das jetzt auf einmal ein großes Problem ist, dass der 50 Kilometer weiter weg ist als die anderen Provinzen hier. Keine Ahnung. So, dann eben ein Bündnis mit ihm. Das sollte ihn auf jeden Fall angemessen hier schützen, hoffe ich zumindest. So, schockierende Nachrichten von unserer guten Hofspitzelin Jefrosinia again. Häuptling Karu hat versucht, mich zu beseitigen. Ja, den werden wir jetzt auch unverzüglich melden. Damit haben wir noch einen einkerkerbaren Charakter. So, jetzt passiert hier ganz viel. Die Grafschaft von Smolensk ist aufgeblüht, das ist schön. Ein Kleinadliger aus Galic und hat für Ärger gesorgt. Wir richten eine formale Beschwerde an Häuptling Vyacheslav. So kurz nach dem Bündnis, ja, auf jeden Fall. Das lassen wir uns nicht bieten. So, jetzt können wir beide einkerkern hier, beide mit gleich schlechter Wahrscheinlichkeit. Er will Rotruthenien haben und er möchte gerne die Ländereien von Chevren haben. Also von ihm hier, von dem anderen Charakter. Tja, und ich kann den Marschall immer noch nicht verschieben. So. Es beleidigt mich, dass ihr aus einem Reflex heraus meinen Bürgern eine schlechte Kinderstube vorwerft. Nee, das lassen wir ihm nicht durchgehen. Also ich habe dir gerade Bündnis angeboten, wenn du das jetzt mit Füßen trittst. Ja, dann viel Spaß im orthodoxen Kaiserreich von Byzanz. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Ist das Bündnis direkt wieder weg, aber er ist natürlich selber dran schuld. So, wir können jetzt Rodulf und Uljana verheiraten, unsere Halbschwester von Schwedische Revolte. Also der macht gerade einen Unabhängigkeitskrieg. Und führt dort ganz ordentlich. Allerdings mit einem super kleinen Land hier nur. Wo ist denn überhaupt Schweden? Ist das nur noch dieses hier? Nee, das ist Nidaros. Gegen wen kämpfst du denn? Gegen Snorri? Ach, Svithjot. Okay. Ja. Hm.
Sollen wir jetzt hier diese Revolte damit indirekt unterstützen? Einen finnischen Suominisken sehe ich nicht ein, ehrlich gesagt. Bin am überlegen, ob wir nicht Swiftfjord selbst irgendwie unterstützen mit irgendeiner Art von Pakt. Nicht Angriffspakt mit dem Byzanzreich, okay. Ein Bündnis mit den Joms-Wikingern. Kulturelle Verbindungen, okay. Können wir irgendwie eine Heirat unserer Halbschwester mit 30 Jahren hier vollziehen? Die können ja noch Kinder kriegen. Allerdings ohne Nicht-Angriffspakt-Wahrscheinlichkeit. Das ist schade. Denn seine Kinder sind offenbar, ja, alle schon verlobt. Verlobt. Er nicht. Ja, aber Prinz Ale mit 11 Jahren, ne? In 5 Jahren könnten die dann erst verheiratet sein. Allerdings, es ist die Halbschwester und ob die Kinder kriegen oder nicht, kann mir ja fast egal sein. Geht ja eh alles aufs Konto der Ulfinger. Von daher, der wäre doch auch noch offen hier. Frederik Snorrison. Ach, der ist aber, das ist aber Muslim, um Himmels Willen. Ja, der jetzt nicht gerade. Der ist natürlich noch zu haben, ja klar. Ist das denn der Nachfolger irgendwie? Moment mal. Nachfolger ist Frederik von Rügen. Der eigentlich gar nichts mit dieser, also der auch aus der Familie stammt, aber auch schon eine Gattin hat. Dessen Sohn ist 6 Jahre alt und Lisp hat eine Hasenscharte, aber den kann ich doch sicherlich nicht. Ja, den könnte ich mit unserer Tochter verheiraten. Das wäre dann sogar noch sinnvoller. Aber noch ist er halt nicht auf dem Thron, ne? Und ich frage mich, warum haben die auch eine Wahlgeschichte hier? Ja, wahlweise Erbteilung, deswegen. Warum der Charakter jetzt hier nicht gewählt wird? Wahrscheinlich, weil der muslimisch ist und die das alle missbilligen, ne? Er ist auch noch ein religiöser Eiferer hier, sehe ich gerade. Das heißt also, eine Verheiratung mit ihm macht auch doppelt keinen Sinn. Ja, man könnte darauf hoffen, dass, ja, er ist ja bald erwachsen, dann wird er vielleicht Nachfolger. Weil er dann erwachsen ist. Es gibt ja hier bei der wahlweisen Erbteilung immer Riesen-Mali für ist nur ein Kind. Und das kann natürlich sich dann stark verändern. Ist ungläubig, ja, weil die anderen Glauben haben. Ja, es ist schwierig. Ah, wie machen wir das jetzt am besten? Da bin ich jetzt am Überlegen. Ich glaube, das überlege ich mir für die nächste Folge. Ob wir da Richtung Swiftfjord irgendwie eine sinnvolle Vermählungsstrategie bekommen. Weil das wäre auch nochmal ein auf Dauer eine gute Position, zumindest sich hier im Westen und Norden ein bisschen die Feinde, sagen wir mal, gering zu halten in ihrer Zahl. Denn wir werden hier mit den Ütimisiden schon genug Stress bekommen auf Dauer und vielleicht auch mit dem Kaiserreich. Mal gucken. Das werde ich mir überlegen. Zur nächsten Folge, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin euer Tastenhauer, verabschiede mich und bis bald. Ciao, ciao.